Das ist eine Mundharmonika. Mundharmonikas gibt es in verschiedenen Farben und Formen und Größen. Aber eins haben doch ganz viele Mundharmonikas gemeinsam. So wie diese hier. Die sehen alle unterschiedlich aus, aber sie haben alle 10 Löcher. Und zu solchen Mundharmonikas kann man auch Bluesharp sagen oder Harp. Und das ist Curry Kantner. Und der findet Bluesharps cool und lässig. Aber sag mal, Curry, was macht man denn jetzt mit so einer Mundharmonika? Naja, wenn man genug davon hat, dann kann man zum Beispiel einen ganz hohen Turm draus bauen. Klingt komisch, ist aber so. Wir wollten es natürlich genau wissen und dann haben wir uns so eine Harp einfach mal von innen angeguckt. Und das da, das ist der Kanzellkörper. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kamm. Der ist aus Holz oder aus Kunststoff, je nachdem. Und auf den Kanzellkörper werden 2 Metallplatten geschraubt. Da drin sind so Schlitze und die sind von Metallzungen bedeckt. Der Kanzellkörper lenkt die Luft zu den Stimmzungen. Und wenn die anfangen zu schwingen, was gibt's dann? Na klar, ein Ton. Noch ein paar Schrauben, die müssen ja irgendwie halten, die Stimmplatten. Und dann gibt's nochmal 2 Deckel, einer vorne und einer hinten. Und die werden auch nochmal mit 2 Schrauben festgehalten. Einmal und nochmal. So, zusammenschrauben und fertig. Ah, Curry hat's verstanden. Und wie strömt jetzt Luft über die Stimmzungen? Na klar, man bläst rein. Ja, das ist eine Harp. Und der Curry, der spielt uns darauf jetzt nochmal ein Übungsstück vor. Das heißt Jam It The Frog. Und das geht so.